Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Idle Mafia. Take a Manager. Gut, dann werden wir das Spiel mal starten. Schade eigentlich, ich dachte heute kommt wieder West Game. Aber nein, heute kommt Idle Manager. Ich habe es gerade schon installiert. Ich habe auch schon meinen alten Account wiedergefunden. Hurra! Da bin ich mal gespannt, ob wir die Runde jetzt so schaffen, die erste. Naja, nicht die erste, aber die Runde, in der wir jetzt gerade sind. Und erst noch mal gucken, wie das überhaupt ging. Von 85 habe ich noch einen. Könnte ich den rausnehmen? Ach, das ist egal, das schaffe ich. Zack, der erste, der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte Tod. Erstmal einen Manager reinpacken. Oh, meine Leute haben weniger Leben. Oh, wieder das perverse Studio. Das wird ein bisschen enger. Das müssen wir auch schaffen. Jawohl.
Das dürfte ich nicht schaffen. Sind noch gesperrt, okay. Vorrat, Videoboost, Familie. Komm, wir melden uns mal bei Facebook an. Zack, und erhalten. Ah, da war noch was. Warte mal, da. Tresor. Cool. Japanerin mit dem Morgenstern. Ja, okay, Morgenstern nicht, aber auch so ein ähnliches Ding. Und der Bankräuber. Ja, dann. Die Zigarren. Das war, glaube ich, auf Kämpfen, ne? Jawohl. Erstmal auf Level 20 hoch. Okay, Level 20 ist gemacht. Level 20. Level 20.
ist noch gesperrt. Okay, jetzt nicht mehr. Bei ihr auch. Oh. Schade, schade. Jetzt nochmal probieren. Okay. Da ist ein neuer Schlüssel dazu gekommen. Ja. Gehe ich mal zurück auf der Straße.
Wo könnte ich die Aufstellung machen? Schauen wir mal. Also die beiden nichts. Die haben nichts. Okay. Und das nächste aus meinem Besitz. Der arbeitet noch nicht. Kampf. Bordell gehört mir auch. Anforderung Capo Level 28. Der Capo Level 28. Ja. Thank you.
Ach, dann schauen wir hier nach. Jo, ich denke mal, gleich haben wir die Runde geschafft. Noch 20 Aufträge haben wir hier. 14. Ja. Und den noch öffnen. Gut, jetzt haben wir 19. Sieht gar nicht aus wie ein Japaner. Egal. Erstmal auf Level 20. Ach, nee.
den Kampf frei. Nehmen, sammeln. Nächster Kampf. Kämpfe. Bosskampf. Oh ja, der ist ein bisschen schwieriger. Juhu. Den schaffe ich auch noch. Super. Super. Der wird knapp. Ah, aber das müsste auch noch gehen. Ach. Doch leichter wie erwartet. Boss. Oh oh. Jetzt wird's heavy. Ist fast gleich stark wie ich. Ich bin 4800. 47 und das 4818. Oh. Also ich denke, den nächsten will ich nicht kriegen. Den hier. Ich kann ja mal gucken, aber... Nee, schaffe ich nicht. Oh, doch noch geschafft. Obwohl er stärker war als ich. Nice, nice, nice. Zwei Tresore öffnen. Ha. Right up. Erstmal den da oben, ich glaube der war.
Was fehlt noch? Das ist sofort keine Funktion. Okay, können wir machen. Das war auf Kampf gehen und sofort Kampf. Besitze Level 26 Kapo. Drei Stück, ja okay. Da kommt noch einer. Okay, fertig. Ja, war er nicht auf 25? Ach, ich Trottel, hab den falschen. Ach, jetzt. Jetzt haben wir den. Noch 14. Verbessere die Bar auf 250. Da ist die Bar. Und dort noch ein bisschen. Viel noch. Da. Und präziser. Dem Waffenladen. Das ist der da oben. Auf 250. Holy shit. Also ich würde sagen, das wird jetzt ein bisschen zu lange dauern, wenn ich das hier mache, die Quest. Es sind nur noch 4 Stück da. Also ich kann die Zigaretten fertig machen, indem ich die Kapus da weiter ausbilde. Straße. So, jetzt habe ich noch 3 Queste. Das Bordell auf 250 und den auf 250. Und Zigaretten weiterhin benutzen.
Haben wir die nächste Quest fertig? Jawohl. Ich brauche nur noch eine Quest fertig. Noch ein Kapper auf Level 30. Nehmen wir noch den hier. Fertig, yeah. Neue Straße. Super! Und die neue Straße, wo ist die? Ah, das Spiel ist ausgegangen. Na gut, Leute. Das war die Straße. Ich sag mal, also Idle Mafia. Ich glaube, das war die 7. Straße gewesen. Oder 9. Keine Ahnung. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.